erklären jetzt hier heute Leute, die in Wien leben und in Wien fantastische Projekte. Du sagst es. Wir möchten mit dem Mingo Award das Zeichen setzen, dass es in dieser Stadt sehr viel kreatives Potenzial gibt und zeigen, dass Innovation und Kreativität nicht jetzt organisiert sein muss, nicht von Microsoft oder von Apple gemacht werden muss, sondern auch durchaus auch in einer Stadt wie Wien einen fruchtbaren Boden hat. Sympathische, innovative Kleinunternehmen werden prämiert und ich darf jetzt auf die Bühne bitten, ja, mehr oder weniger die Hauptdarsteller des heutigen Abends, Vater und Mutter Mingo. Wir haben heuer 190 Einreichungen zu diesem Award. Letztes Jahr waren es 110 und ja, wir waren selbst ein wenig überwältigt von dem Arbeitsaufwand, den wir damit hatten, aber auch von der Freude, mit der die Einreicherinnen und Einreicher hier teilgenommen haben. Mingo Award 2010 für Buchbinderei Machatschke und ich darf auf die Bühne bitten, Marie-Sophie Machatschke. Und Frau Stadträtin, Frau Vizebürgermeisterin. Frau Brauner übergibt die Pflanze. Divan KG und ich bitte auf die Bühne Nathalie Divan. Mingo Award 2010, Sebastian Breth. Veronika Janele. Frau Dr. Astrid Weiß, bitte auf die Bühne. Mingo 2010 an Gnosis. Zu uns kommt Dr. Leo Sauermann. Das Projekt der Mingo Büros läuft ausgesprochen gut. Wir sind auf Expansionskurs. Wir haben derzeit 8 Standorte, die sehr, sehr gut gefüllt sind. Wir haben ja unseren Immobilienteil auch ergänzt durch ein Angebot, das wir Mingo Academy nennen. Und diese Kombination wird sehr, sehr gut angenommen. Innovation ist Ihr bester Partner. Stehen Sie dazu, auch wenn Ihre Freunde, Ihr Umfeld, auch wenn Professoren Sie für verrückt erklären, stehen Sie dazu. Lassen Sie sich nicht austreiben.